Nun habe ich die große Ehre, unseren nächsten Programmpunkt, unsere erste Podiumsdiskussion des heutigen Tages, ankündigen zu dürfen. Unsere regelmäßigen Konferenzbesucher wissen, normalerweise haben wir ein Parallelprogramm neben der Hauptbühne. Dieses Parallelprogramm ist das Jugendprogramm. Das geht in diesem Jahr natürlich nicht. Wir haben beschlossen, das Jugendprogramm aus dem Parallelprogramm zum Hauptteil mitzumachen. Ich darf heute ganz herzlich begrüßen die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, SDAJ, ein antikapitalistischer und revolutionärer Jugendverband. Ich möchte gar nicht lange reden, ich überlasse das den jungen Genossinnen und Genossen selbst. Möchte ganz kurz noch jetzt hinter mir sitzend die Caroline Zottmann vorstellen, die heutige Runde moderieren wird. Damit Bühne frei für euch und viel Erfolg, viel Spaß bei der Podiumsdiskussion. Ja, willkommen bei der Podiumsdiskussion im Jugendpodium der SDAJ auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz 2021. Unser Thema heute lautet Kampf der Jugend gegen Pandemie und Krise. Sowohl die Pandemie als auch die Krise werden seit März von allen Seiten, nicht nur den wenigen Kräften, heiß diskutiert. Allerdings bahnt sich die Krise bereits seit einiger Zeit an. Aktuell entfaltet sie sich verstärkt durch die Pandemie in besonderem Maße. Wie bei jeder Krise trifft es dabei vor allem uns, die arbeitende und lernende Jugend. Was also tun gegen Pandemie und Krise? Diese Frage würde ich heute gerne diskutieren mit Erik Busse, 25, Mitglied der Jugendauszubildendenvertretung und des Personalrats der Uniklinik Düsseldorf, an der er als Gesundheits- und Krankenpfleger arbeitet. Darüber hinaus ist er Mitglied der Bundestarifkommission Öffentlicher Dienst Verdi und Vertreter der Verdi-Jugend der Verhandlungskommission Öffentlicher Dienst. Daneben Roland Holey, Bundesvorstandsmitglied der BIDIF-Jugend. Sie studiert Erziehungswissenschaften im Master. Neben mir ist Leon Sierau, Bundesvorstandsmitglied der SDAJ. Er ist als studierter Psychologe im öffentlichen Dienst tätig und bei Verdi aktiv. Und ganz rechts außen haben wir Sascha Jerajski. Er ist Mitglied der Northeast Antifa und Sozialarbeiter in Berlin. Aber stellt euch gerne nochmal selber vor und beantwortet mir die Frage. Woran erkennt ihr, dass wir in einer Wirtschaftskrise stecken und was tut ihr dagegen? Roland, magst du anfangen? Ja, klar. Wie gesagt, ich bin Roland Holey, bin 24 und bin im Bundesvorstand der DDIF-Jugend. Die DDIF-Jugend ist ein Migranten-Selbstverband, der seit 1996 sich vor allem die Schwerpunkte im antifaschistischen Kampf und im Kampf gegen soziale Missstände engagiert. Unsere Arbeit funktioniert an der Hand von unseren Basisgruppen, dass wir uns da engagieren, wo wir auch sind, in den Unis, den Betrieben und den Schulen. Wieso wir in einer Krise sind, ist zunächst einmal anzumerken, dass wir schon vor Corona in einer kapitalistischen Krise feststecken. Die Auswirkungen sind jetzt nur verstärkter, die Schwächen werden hervorgehoben. Und wir machen das fest an dem massiven Stellenabbau, beispielsweise in der Automobilindustrie, an der eintretenden Kurzarbeit und auch an den Schließungen von ganzen Filialen, wie beispielsweise Karstadt. Parallel dazu sehen wir jedoch auch, dass Unternehmen oder Großunternehmer wie Lidl, Aldi, Amazon trotzdem ihre Milliarden von Gewinne einfahren. Hier sehen wir ganz deutlich die Zuspitzung dieser Widersprüche. Auf der einen Seite die Arbeitnehmenden, die ihren Lohn nicht ausgezahlt bekommen, in Kurzarbeit treten, und auf der anderen Seite die Leute, die trotzdem ihre Milliarden Gewinn machen, wo wir ganz klar sehen können, es gibt klare Gewinner und Verlierer der Krise. Wir sind nicht alle gleich betroffen. Wenn wir uns darauf beziehen, wie es vor allem die Jugend betrifft, sehen wir, dass komplette Sektoren wegfallen, die als Auffangnetze dienen, beispielsweise Jugendzentren, wo das gerade auch der Kompensationsort für die Jugendlichen sind, die schon sowieso benachteiligt sind im Bildungssystem. Wir sehen, dass wir, ich arbeite selber in einem Jugendzentrum, Kinder wegschicken müssen, gerade in der jetzigen Zeit, wo sie unsere Hilfe suchen. Und im gleichen Maße sehen wir, wie der Weihnachtsmarktgeschäft noch weitergeführt wird, wie die Gewinne versucht werden zu generieren. Und da sehen wir ganz klar, an welchen Enden gespart wird und an welchen nicht. Wir als Organisation setzen uns vor allem dafür ein, dass wir diese Auffangnetze sind, die wir schon vorher waren, aber nun vielmehr verstärkter, dass wir in die Bündnisse gehen, mit anderen Organisationen dagegen ankämpfen, aber auch an der Seite von den Arbeitnehmenden stehen, wenn sie auf die Straßen gehen und ihre Rechte einfordern, wie in Köln, bei Egetüt, bei den
massenhaften Stellenentlassungen oder auch hier in Berlin, wenn die Reinigungskräfte auf die Straßen gehen und mehr Lohn fordern, gerade in der jetzigen Zeit. Genau. Danke, Roland. Gerne. Leon? Ja, also ich kann mich ganz viel anschließen von dem, was Roland eben gesagt hat, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu unterfüttern. Also wir haben immer noch 4 Millionen Leute oder über 4 Millionen Leute, die gerade in Kurzarbeit sind. Und damit ist es nicht vorbei. Allein in der Metall- und Elektroindustrie werden in den nächsten Jahren voraussichtlich ungefähr 250.000 Stellen wegfallen. Also gerade Stellen in einem Bereich, in dem eben auch die Tarifbindung noch sehr gut ist und die Leute noch verhältnismäßig gute Arbeitsbedingungen haben. In den Kommunen haben 2020 schätzungsweise 13 Milliarden gefehlt im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Bis 2024 wird sich das auf über 50 Milliarden summiert haben. Das alles zeigt, dass wir mitten in der Krise sind. Und für uns ist eben immer die Frage, ja, Krise, sagen alle, kann man auch ständig in der Tagespresse lesen. Aber was meint man denn mit Krise? Und was wir mit Krise meinen, ist eben, na, genau wie Roland das auch schon gesagt hat, dass wir uns in einer kapitalistischen Wirtschaftskrise befinden und nicht in einer Krise, die jetzt nur durch diese Pandemie über uns hereingebrochen ist, obwohl natürlich die Corona-Pandemie diese Krise verstärkt und beschleunigt hat. Wie immer ist es so, dass jetzt die arbeitenden Menschen die Kosten für diese Krise tragen sollen. Das kriegen wir ständig zu spüren, zum Beispiel auch in unserer täglichen politischen Arbeit im Betrieb und in der Schule oder auch zuletzt in den Tarifrunden, wo jetzt eben ganz offen von Unternehmerseite auf die sogenannte Sozialpartnerschaft gespuckt wird, wo den vorher noch als Corona-Helden hochgejubelten Beschäftigten im öffentlichen Dienst ernsthaft gesagt wird, sie sollten doch eigentlich froh sein, jetzt für den Staat arbeiten zu dürfen, ihren Dienst verrichten zu dürfen. Und dann eben gesagt wird, ihr müsst mit Nullrunden auskommen oder es werden sogar Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen in der Tarifrunde ins Gespräch gebracht von der Arbeitgeberseite. Was natürlich Hoffnung macht, ist, dass es vermehrt auch Widerstand gegen diese Zustände gibt. Einerseits sehen wir die großen Jugendbewegungen der letzten Jahre, wir sehen Fridays for Future, wir sehen Black Lives Matter. Wir sehen aber auch jetzt in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes, dass die Beschäftigten sich das nicht gefallen lassen haben und eben auch die Gewerkschaft Verdi diese angedrohte Nullrunde der Arbeitgeberseite nicht mitgemacht hat und sehen da eben auch zumindest in diesem Bereich eine relativ große gesellschaftliche Solidarität. Und das ist natürlich erstmal top. Man muss aber eben leider auch sehen, dass Hunderttausende sich jetzt gerade vor den Karren rechter Kräfte spannen lassen, wie zum Beispiel der Querdenkerbewegung oder der AfD. Also ich habe sogar eher den Eindruck, dass so in der breiten Gesellschaft da wahrscheinlich im Moment die rechte Antwort sogar die populärere ist als unsere. Schlussendlich, was tut die SDRJ dagegen? Wir sind natürlich in den Gewerkschaften aktiv und für uns geht es jetzt gerade darum, diese Angriffe, die kommen und die noch stärker kommen werden in den nächsten Monaten und Jahren aufgrund der Krise, abzuwehren und eben alles darauf zu setzen, dass wir jetzt auf Bewegung gegen die Abwälzung der Krisenkosten orientieren. Und für uns ist es aber dabei eben als explizit ja sozialistische, revolutionäre Organisation auch immer zentral deutlich zu machen, Umverteilungsforderungen sind am Ende nicht die Lösung. Das ist natürlich sehr wichtig, dass wir deutlich machen, es gibt Krisengewinner und es gibt Krisenverlierer. Und natürlich würde es viel bringen, wenn man jetzt irgendwie die 500 Milliarden im Privatbesitz der 100 reichsten Deutschen enteignen würde und sinnvoller investieren würde. Aber am Ende löst das eben die Probleme nicht dauerhaft, sondern in diesem System, im Kapitalismus, sind unsere Rechte und eben auch unsere Gehälter, alles, was wir uns erkämpft haben, ständig in Gefahr, ständig zur Disposition. Und deswegen brauchen wir in Krisenzeiten mehr denn je eine geplante Wirtschaft und nicht die Anarchie des Marktes. Erik, woran erkennst du in deinem Arbeitskampf, dass wir in einer Wirtschaftskrise stecken? Genau, ich bin ja in der Verhandlungskommission öffentlichen Dienst und war auch für die Auszubildenden in der Verhandlungskommission jetzt in der vergangenen Tarifrunde öffentlichen Dienst 2020, Bund und Kommunen. Diese Tarifrunde ist langfristig angelegt gewesen. Es sollten dort auch verschiedene Themen wie Arbeitszeitreduzierung und andere Dinge gesetzt werden, auf die lange hingearbeitet wurde. Grundsätzlich ist die Attraktivität im öffentlichen Dienst in den letzten Jahren durch das Einsparen und das Kaputtsparen dieses Sektors halt sehr runtergezogen worden und dem sollte jetzt entgegengewirkt werden. Durch die Corona-Krise haben viele andere Industriegewerkschaften Kurzläufer-Tarifverträge mit einer kurzen Laufzeit abgeschlossen und quasi um diese Krise zu überwinden.
In dem Zusammenhang hat auch Verdi sich versucht, mit den Arbeitgeberverbänden darüber auszusetzen, wie man quasi in dieser Tarifrunde so etwas umgehen kann. Dabei ist das Gebaren der Arbeitgeber ganz, ganz klar gewesen. Sie haben all das abgelehnt, abgewiesen, haben gesagt, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sollen sich darüber freuen, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben. Und das war's, und haben quasi damit mehr oder weniger Verdi auch in die Situation gebracht, in dieser mehr als schwierigen Zeit überhaupt Arbeitskämpfe führen zu müssen, die ja auch gesamtgesellschaftlich groß in die Kritik gekommen sind. Aber halt die einzige Möglichkeit und das gute Recht aller Arbeitnehmer sind, sich da zu wehren und insgesamt auch erfolgreich sind. Super viele, ganz viele Arbeitnehmer haben sich an den Streiks beteiligt, an der Gesamtbewegung mitgemacht. Azubis werden auch in dieser Zeit alleine gelassen. Also wir haben einerseits natürlich die Situation, dass der öffentliche Sektor kaputt gespart wurde und es dort Aufwertung geben muss. Andererseits trifft natürlich auch der öffentliche Dienst stark die Corona-Pandemie dadurch, dass Berufsschulen, die Auszubildenden in Online-Unterricht setzen, die aber dafür oft gar nicht die Infrastruktur haben und damit alleine gelassen werden. Und in all diesen Sektoren merkt man, dass die nächsten Jahre einfach super hart werden und wer die Probleme haben wird, harte Kämpfe auf uns zukommen werden, aber wir gemeinsam diese auch gewinnen können. Genau. Sascha? Und, woran man sehen kann, dass wir in der Wirtschaftskrise stecken. Wir sind zum ersten Mal seit langem in einer Situation, wo eigentlich niemand mehr bestreitet, dass man in der Wirtschaftskrise ist. Das kann man natürlich im Einzelnen belegen, wenn man sich die Lohnentwicklung über die vergangenen 9 Monate ansieht oder die Arbeitslosenzahlen über die vergangenen 9 Monate. Das zeigt alles ein relativ klares Bild. Es ist natürlich etwas schwer zu trennen, wo jetzt Wirtschaftskrise anfängt und wo Corona-Krise aufhört. Das wird man jetzt im einzelnen Bereichsfall wahrscheinlich auch erst die nächsten Monate, wenn Corona hoffentlich durch die Impfung in den Griff bekommen wird, sehen können, was an Problemen da noch übrig bleibt. Aber dass eine sehr große Menge ArbeitnehmerInnen nur 70% ihres Gehalts bekommen hat und eine nicht ganz so große, aber relevante Menge ihre Arbeitsplätze verloren hat, das kann man nicht annehmen, dass das wirtschaftlich keine Konsequenzen haben wird von einem Tag auf den anderen. Die Auswirkungen auf die Jugend im Jugendpodium sind insbesondere auch darin zu sehen, dass es gerade sehr schwer ist, Ausbildungsplätze zu finden. Die meisten Betriebe können nicht wirklich planen für das nächste Jahr, was dazu führt, dass sehr viele Betriebe einfach keine Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Also Menschen scheitern gerade darin, in Schlosserei- oder Tischlereibetrieben Ausbildungsplätze zu finden. Und das sind Bereiche, wo eigentlich seit 20 Jahren händeringend gesucht wird. Und jetzt müssen Leute, die da was anfangen wollen, stattdessen ein Jahr entweder von Hartz IV leben oder Pakete austragen. Genau. Was dagegen gemacht wird, ist wie eigentlich immer im Endeffekt natürlich zu wenig. Aber es gibt einige hoffnungsvolle Ansätze, dass es nicht rein dabei bleibt, dass alle Folgen der Krise auf Soziales abgewälzt werden, sondern dass man irgendwie jetzt versucht, zumindest eine Beteiligung der Wirtschaftselite hinzubekommen, was natürlich vollkommen unzureichend ist. Aber die letzten Monate hört man Forderungen wie höhere Reichenbesteuerung und Enteignung etwas öfter, als man sie noch im April gehört hat. Und das gibt, wenn auch nicht viel Hoffnung, so doch zumindest ein bisschen. Danke euch für eure Eingangsstatements. Nochmal kurz zum Ablauf. Ich habe jetzt nochmal eine Frage für alle. Dann gibt es einzelne Fragen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, aus dem Publikum Fragen zu stellen. Also wir haben kein Publikum hier vor Ort. Aber ihr schaut es ja hoffentlich zu Hause an euren Laptops, Computern, wie auch immer. Und da wird gerade ein Telegram-Kanal eingeblendet. Da könnt ihr euch eintragen und Fragen an uns schicken. In den letzten Jahren sind immer wieder Jugendbewegungen wie Fridays for Future oder Black Lives Matter auf den politischen Plan getreten. Diese haben es geschafft, in kurzer Zeit ihre Schlagkraft diese haben es geschafft, in kürzester Zeit sich lokal zu verankern und bundesweit zu organisieren und Widerstandskämpfe zu initiieren.
Allerdings ist Ihre Schlagkraft in der Regel genauso schnell wieder vergangen, wie sie gekommen ist. Wie habt ihr oder eure Organisation sich in diese Bewegung eingebracht? Wie sind eurer Meinung nach deren Erfolge, aber auch deren Misserfolge zu bewerten? Reulan, magst du dazu was sagen? Gerne. Zunächst einmal muss gesagt werden, dass Fridays for Future und Black Lives Matter sehr spontane Bewegungen waren, die es aber geschafft haben, Tausende von Jugendlichen auf die Straßen zu bringen. Und das ist erstmal anzuerkennen. Die wichtige Frage, die hier gestellt wird, ist, was wir als fortschrittliche Organisation daran gemacht haben und wie wir uns beteiligt haben. Denn es ist sehr, sehr wichtig, nicht nur diese Organisation zu beobachten, sondern teilzunehmen, diese zu lenken und gleichzeitig auch zu strukturieren und die eigenen Inhalte mit reinzubringen. Denn es reicht tatsächlich nicht, einfach nur zu sagen, dass sie systemkonform seien, diffus oder andere Merkmale, die man denen zuschreibt. Sondern wenn wir jetzt darauf eingehen, was wir als Organisation konkret in diesen Bewegungen gemacht haben, können wir berichten, dass in einigen Orten wir bei Fridays for Future beispielsweise uns daran beteiligt haben, antikapitalistische Kerne zu bilden mit anderen Organisationen. Sprich, Fridays for Future war am Anfang sehr stark über die Kritik des einzelnen Konsums im Vordergrund, was aber auch dann irgendwann diese antikapitalistischen Kerne gebildet hat, wo wir dran teilgenommen haben, wo wir unsere Inhalte mit reingebracht haben, warum es nicht reicht, nur den individuellen Konsum von Menschen zu kritisieren, wenn das System das ist, was diese Klimakrise verursacht oder die Wirtschaft. Genau. Bei Black Lives Matter muss man sagen, dass das ein bisschen schwieriger ist zu bewerten, da auch sehr viele Einzelpersonen drin sind und es super unorganisiert ist, auch bundesweit. Wir haben versucht, eigene Demonstrationen auch anzumelden, um diese Jugendlichen auch irgendwie zu organisieren, da viele auf den Straßen waren und zunächst einmal gar nicht wussten, was denn das Problem ist, also das konkrete System hinter dem Rassismus. Sprich, es ging nicht nur um die Privilegien von Weißsein und Nicht-Weißsein und dass jemand gestorben ist, weil er schwarz ist, sondern das noch weiterhin aufzufüttern, das mit einzunehmen und zu zeigen, Rassismus ist ein System, das ausbeutet, Rassismus ist ein System, das bewusst da ist und das noch weiterhin an die Jugendlichen zu tragen, das war unsere leitende Rolle in diesen Bewegungen. Und da ist es auch wichtig, vielleicht jetzt auch für die folgenden Redebeiträge nochmal zu erwähnen, was wir gemacht haben und wenn wir die Kritik haben, wie wir sie in den Bewegungen selbst gelöst haben. Leon? Ja, also erneut kann ich ganz gut anknüpfen an das, was du gesagt hast. Und ich möchte aber vielleicht eingangs nochmal sagen, dass ich denke, dass wenn wir uns die großen Bewegungen der letzten Jahre angucken, klar, Fridays for Future und Black Lives Matter, das habe ich ja im eigenen Eingangsstatement auch gesagt, dass das kommt einem direkt in den Sinn. Aber eben auch die Klinikbewegung, da darf da auf keinen Fall vergessen werden. Und letzten Endes sowohl die Klimakrise, in der wir voll drinstecken, die wahrscheinlich gar nicht mehr richtig abwendbar ist, als auch eben rassistische Polizeigewalt generell, der immer weitergehende Ausbau von polizeilichen und geheimdienstlichen Befugnissen. Das sind ja alles Dinge, die sind Auswirkungen der Krise dieses Systems und zwar der andauernden Krise dieses Systems. Und genauso ist eben auch die Privatisierung und die immer weiter um sich greifende Ökonomisierung von allen Bereichen in der Gesellschaft Teil der Krise dieses Systems. Und deswegen ist eben auch diese riesige Krankenhausbewegung und Pflegebewegung aus meiner Sicht Teil eben oder auch Reaktion auf die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus. Genau, zum Thema, wie wir aktiv waren in diesen Bewegungen. Also bei Fridays for Future war es auch unser Ansatz zu sagen, okay, wir wollen sozusagen antikapitalistisches Bewusstsein in dieser riesigen Jugendbewegung spreaden. Und auch da ist eben natürlich auch unser Ansatz gewesen, zu sagen, okay, wir versuchen uns da zu vernetzen mit anderen Kräften innerhalb der Bewegung, die eben eine antikapitalistische Ausrichtung in Fridays for Future setzen wollen. Das haben wir in einigen Städten gemacht, indem wir uns in der Plattform Change for Future eingebracht haben. Allerdings war das nicht in allen Städten immer sinnvoll. Was ich aber dabei auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt finde, und das war von dir, Roland, bestimmt nicht so gemeint, aber du hast gesagt, wir müssen diese Bewegung lenken. Und gerade das ist ja der Eindruck, den man immer stark vermeiden sollte. Also niemand hat das gern, wenn jetzt irgendwie die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend oder irgendjemand anders zum Fridays for Future-Treffen kommt und ihnen erklärt, wie die Welt läuft. Das ist für uns eben sehr wichtig. Wir wollen da gemeinsam mit den Leuten, die aktiv sind, natürlich eine bestimmte Ausrichtung, eine antikapitalistische Ausrichtung weiterbringen.
bringen. Und das machen wir auch immer klar. Und wir lassen uns da inhaltlich nicht sozusagen aufweichen. Aber wichtig ist eben, wir wollen das mit den Leuten zusammen machen und nicht denen irgendwelche Sachen da aufoktroyieren. Und ganz konkret, was für uns gut funktioniert hat, oder wo wir festgestellt haben, dass wir gut auch mit den Leuten, die da aktiv geworden sind, mit jungen Schülerinnen und Schülern in Kontakt gekommen sind, war, wenn wir ganz konkret Aktionen mit denen vorbereitet haben. Also zum Beispiel gesagt haben, hey, wir treffen uns vorher, wir stellen euch Materialien zur Verfügung, dann können wir irgendwie Schilder und Transparente basteln. Na, jetzt mal so ein relativ niedrigschwelliges Beispiel. Und was wir auch als sehr wichtig für uns ausgewertet haben, ist eben der Punkt, dass es Nachfolgeangebote braucht. Also dass man zum Beispiel dann bei der Fridays for Future Demo nicht dabei bleibt, da irgendwie Flyer zu verteilen und ein cooles Transpit zu haben. Das geht ja auch unter in so einer Riesendemonstration. Wir müssen uns ja auch nichts einbilden, wie stark wir zahlenmäßig sind. Aber was eben schon was bringt, ist, wenn man dann gezielt auch Leute anspricht und sagt, hey, komm zu unserem Treffen, wir haben da eine coole Bildungsveranstaltung, da geht es generell darum, ne, was sind Ursachen für Umweltzerstörung, was hat das eben auch mit diesem System zu tun, in dem wir leben, und damit haben wir eigentlich insgesamt sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich komme auch gleich zum Ende, keine Sorge, ein letzter Punkt, der mir sehr wichtig ist und weshalb ich auch die Krankenhausbewegung jetzt nochmal so stark gemacht habe. Ein großes Problem von Fridays for Future und auch Black Lives Matter war sicherlich, dass diese Bewegungen nicht großartig verankert waren bei den arbeitenden Menschen. Es waren Riesenbewegungen, die sehr viele Leute erreicht haben, aber es gab nicht dieses Ineinandergreifen, diese Verzahnung mit gewerkschaftlichen Kämpfen und mit sozusagen Aktivität von Menschen, die arbeiten und sich für ihre eigenen Interessen einsetzten und natürlich durch diese Position, dass sie in dieser Gesellschaft arbeiten und die Werte schaffen, auch eine sehr große ökonomische Durchsetzungsmacht haben. Und das fehlte in großen Teilen bei Fridays for Future und Black Lives Matter, wenn es auch erste Ansätze gab, das zu ändern. Zum Beispiel, wenn Verdi in Niedersachsen die Tarifrunde im Nahverkehr so ein bisschen mit Fridays for Future nicht koordiniert, das wäre zu viel gesagt, aber es da zumindest eine Zusammenarbeit gab und eben auch gegenseitige Solidaritätsbekundungen, teilweise gemeinsame, also Zusammenführung von Demos und sowas. Das sind dann erste, würde ich sagen, ganz hoffnungsvolle Ansätze in so eine Richtung. Vielleicht kann ich da noch ganz kurz reinhaken, ganz, ganz kurz. Ich denke, gerade da, wo du aufgehört hattest, ist es sehr wichtig, das vielleicht zu verbinden mit meinem Punkt von Lenken. Denn ich bin schon der Meinung, ich habe es auch bewusst genannt, dass wir mutig genug sein müssen, um zu sagen, dass wir diese Bewegung lenken. Denn wir gehen auch davon aus, dass das spontane Bewegungen sind, die irgendwann abflachen. Warum flachen sie ab? Weil sie nicht gelenkt werden und genug strukturiert sind. Und deswegen bedarf es genauso einer Lenkung, die dann aber auch das verbindet, was du zuletzt gesagt hast, mit anderen sozialen Kämpfen geführt wird. Und wenn das nicht gelenkt wird und nur unterschwellig und nebenbei geschieht, dann sind wir, finde ich, nicht mutig genug, diese Bewegung weiterhin aufrechtzuerhalten. Das nochmal nur zur Klarstellung. Ja, Leon hat die Klinikbewegung schon angesprochen. Erik, willst du dazu noch mal was sagen? Gerne, auch allgemein zu dem Punkt. Also es ist so, dass auch bei Fridays for Future es ganz viel Kooperation zwischen einzelnen Ortsgruppen von Fridays for Future und Verdi gab, dass da Ressourcen geteilt worden sind. Und also im Moment ist es natürlich so, dass große Massenbewegungen durch die Corona-Pandemie sehr, sehr schwierig sind, mit einem immensen organisatorischen Aufwand verbunden sind. Dennoch gibt es ja weiterhin ganz viel Engagement online und Unterstützung, beispielsweise auch in der Frage ÖPNV-Weiterentwicklung, in den Fridays for Future und Verdi eng zusammengearbeitet haben und das auch nach wie vor tun, dass quasi der ÖPNV ausgebaut wird und man dort auch das Klima schützt und es super viele Parallelen gibt, wo Verdi sich auch ganz klar mit Fridays for Future gemeinsam positioniert. Das, was mich in jedem Fall freut, ist, dass da so unglaublich viele Menschen an sich daran beteiligen, politisch aktiviert werden, mitmachen, Erfahrungen sammeln und auch dieses Medium des Streiks nutzen. Ganz, ganz viele junge Menschen und Menschen, die quasi jetzt schon Streiks in der Schulzeit mitgemacht haben. Für die ist, glaube ich, auch der Begriff der Gewerkschaft, wenn sie dann später ins Arbeitsleben kommen, etwas, was für sie viel, viel, viel greifbarer ist, weil sie schon an solchen Sachen mitgemacht haben. Und ich glaube, das sind Dinge, jetzt im Moment ist es in der Masse schwierig, aber wenn man das langfristig sich anschauen wird, werden wir gesellschaftlich und auch in unseren politischen Organisationen sehr davon profitieren, dass dort diese Erfahrungen gemacht sind und auch, dass die Inhalte dabei bleiben und weiter umgesetzt werden. Die Krankenhausbewegung ist natürlich insofern ein Punkt, der ja auch in, also das sind aktive Menschen, die quasi in ihrem Arbeitsfeld Veränderungen wollen, die dieses gesamte Gesundheitswesen in Frage stellen und dort aktiv sind. Und da gibt es ja, es gibt dort auch in verschiedenen Orten Bewegungen, Demonstrationen,
die auch natürlich weiterlaufen in dieser Zeit. Da wird es ja auch, also es gibt ganz viele Volksinitiativen in verschiedenen Bundesländern, wo das aufgegriffen wird, wo Menschen sich einbringen. Und ja, das ist wichtig, dass das weitergeht. Sascha? Ja, es wurde jetzt recht viel in der Vergangenheitsform geredet, was ich an der Stelle kurz kritisieren möchte. Fridays for Future und Black Lives Matter sind tatsächlich noch relativ vital. Also gut, bei Black Lives Matter ist das jetzt nicht die große Überraschung, dass eine Bewegung 4 Monate durchhält, ist nicht ganz neu. Bei Fridays for Future muss man sagen, das sind jetzt doch schon 2,5 Jahre, die diese Bewegung international eine ziemlich hohe Relevanz hat. Wo man dann halt auch anerkennen muss, die Bewegung hat ein höheres Durchhaltevermögen, als man anfangs als anfangs die meisten Leute, darunter auch meine Gruppe, prognostiziert hätten. Und auf jeden Fall mehr als andere Jugendbewegungen der vergangenen vielleicht 3 Jahrzehnte gezeigt haben. Die antikapitalistischen Ansätze sind meistens noch Minderheitenansätze geblieben. Aber sie existieren und die Bewegung hat es tatsächlich geschafft, auch über Corona immer wieder noch große Aktionen hinzubekommen. Wobei Fridays for Future natürlich in einer Vorteilssituation gegenüber Black Lives Matter ist. Fridays for Future konnte sich bereits vor Corona organisieren und hat bestehende Strukturen, während Black Lives Matter in den USA schon länger existiert und dort auch hervorragend organisiert ist. Aber in Deutschland ist diese Bewegung im Juli entstanden, ne? Quasi zwischen 2 Lockdowns und hat die Infrastruktur von Fridays for Future einfach nicht. Also bleibe ich jetzt einfach bei Fridays for Future als besseres Beispiel. Natürlich könnte Fridays for Future mehr antikapitalistische und revolutionäre Ansätze haben, aber ich meine, machen wir uns nichts vor, antikapitalistische und revolutionäre Positionen waren eigentlich auch bei jeder vergangenen Massenbewegung in Deutschland immer Minderheitenpositionen. Also auch bei den Studentenprotesten 68 waren tatsächlich marxistische revolutionäre Ansätze eine Minderheitenposition. Auch bei allen Protesten der Arbeiterbewegung in der deutschen Geschichte waren es, wenn es dann hart auf hart kam, revolutionäre Ansätze eine Minderheitenposition. Wir haben ja morgen eine Gedenkdemo an ein Beispiel, wo das die Arbeiterbewegung tragischerweise lernen musste, dass die Mehrheit der SPD-Mitglieder doch lieber die Freikorps unterstützt hat als Luxemburg und Liebknecht. Wie gesagt, das alles zusammennehmend ist natürlich kein Grund, davor zu kapitulieren und einzuknicken. Und ich denke, die effektivste Möglichkeit, radikale Ansätze bei Bewegungen wie Fridays for Future zu verstärken, ist nicht zu versuchen, die von außen zu lenken, sondern quasi mit gutem Beispiel sich einzubringen und dort Kämpfe zu führen, die eine gute Beispielswirkung haben. In der ökologischen Bewegung gelingt das auch recht gut, muss man sagen. Also zu den öffentlichkeitswirksamsten, radikalsten Aktionen gehören Ende Gelände oder die Besetzung des Hambacher Forstes, die komplett von radikalen Linken und AntikapitalistInnen dominiert sind. Was auch wenn man sich jetzt ansieht, was ist das, was 16-Jährige, die jetzt auf ihre ersten Demos kommen oder jetzt irgendwie in Jugendstrukturen landen, agitiert hat, sind gerade solche Sachen auch was man sehr, sehr häufig hört. Dass eben die Leute haben sich die Sachen vom Dannenröder Forst angeguckt und da hatten die Leute dann halt keine grünen Parteifahnen, sondern eben irgendwie Antifa-Fahnen. Oder die Leute sind in ihren Sommerferien Wochenende in den Hambi gefahren. Und die Leute da, die waren halt nicht von der Linksjugend oder von der grünen Jugend, sondern die waren von irgendwelchen radikaleren Gruppen. Ja, das wäre so unser Ansatz. Leon wollte dazu nochmal was sagen. Ja, also mir ist nochmal wichtig, jetzt einen Punkt nochmal stark zu machen, weil also ich kann dir total zustimmen in dem, was du gesagt hast. Auch mir ging das so und ich glaube auch uns als SDJ so, dass wir überrascht sind, wie lange Fridays for Future konkret jetzt schon existiert und als Bewegung auch immer wieder in der Lage ist, auch große Mengen von Leuten zu mobilisieren. Aber
eine Bewegung kann noch so tolle Forderungen haben. Und da hast du ja selber schon gesagt, Fridays for Future ist jetzt auch nicht die Bewegung, wo irgendwie breit antikapitalistische Forderungen irgendwie Konsens sind oder total gesetzt sind oder so. Es geht ja am Ende auch darum, diese Forderung durchsetzen zu können und eben die Macht in der Hand zu haben, dass das, was man da fordert, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene auch umsetzen zu können. Und das ist sicherlich möglich, auch durch vereinzelte Aktionen dann zum Beispiel mal im Hambacher Forst auch zu verhindern, dass da was abgeholzt wird oder so. Aber damit erledigt sich ja das Grundproblem nicht, dass diese Produktionsweise unsere Lebensgrundlage immer wieder zerstört. Und um daran was ändern zu können, braucht es dann eben schon eine Beteiligung der arbeitenden Menschen, die eben in der Lage sind, durch einen Streik auch real was zu verändern. Und ich finde das, was du gesagt hast, sehr spannend, Erik, dass du sagst, naja, das ist ja quasi auch eine Übung vielleicht, also Schulstreiks fürs Berufsleben. Und könnte ich mir auch vorstellen, dass es da so eine langfristige Effekte gibt. Aber am Ende ist ein Schulstreik halt einfach was anderes als ein Streik in einem Betrieb, wo es dann eben das Kapital auch da trifft, wo es wehtut. Und das ist nun mal an einer einzigen Stelle, und zwar bei ihren Profiten. Und ein zweiter Punkt zum Thema Lenkung. Also ich bin ja schon auch der Meinung, dass wir zumindest, wir als SDJ, als sozialistische Organisation, natürlich nicht in so eine Bewegung reingehen können und sagen, ja, wir laufen denen dann irgendwie hinterher und wir schauen mal, was sich da ergibt oder so, sondern natürlich haben wir den Anspruch, da auch eine führende Rolle einzunehmen, wenn wir dort aktiv sind. Aber auch da ist ja für uns die entscheidende Frage, wie bildet sich denn Bewusstsein heraus und wie kriegt man denn Leute sozusagen in Bewegung für ihre Interessen? Und diese lenkende Rolle heißt also natürlich nicht, dass wir uns da jetzt reinsetzen und eben den Leuten erklären, was sie für Forderungen aufstellen müssen und wie die Welt funktioniert, sondern indem sie eben dann hoffentlich gemeinsam mit uns sich für ihre eigenen Interessen einsetzen und in diesem Prozess eben auch dann sich dieses Bewusstsein erst herausbildet, dass es notwendig ist. Gut, dann kommen wir zum zweiten Teil. Erik, in der Vergangenheit seid ihr beachtliche organisatorische Schritte gegangen in der Organisation der Abwehrkämpfe an den Kliniken. Allerdings wurde der Gesundheits- und Pflegebereich deutschlandweit kaputt gespart und privatisiert. Bräuchte es daher nicht eher gesetzliche Regelungen und Maßnahmen, die von einer breit aufgestellten Bewegung erkämpft werden? Also wir haben ja im Moment die Situation, dass es in den Krankenhäusern sehr, sehr wenig Regelungen allgemeingesetzlich gibt, die irgendwo treffen. Auch so gut wie gar keine Tarifverträge. Also jetzt hat Verdi in den letzten 5 Jahren viele Tarifverträge abgeschlossen, die dort Personalbemessungsinstrumente einführen, die Personalrichtlinien festsetzen auf Stationen in langen, sehr, sehr aufwendigen Arbeitskämpfen. Ich war ja selber in der Uniklinik Düsseldorf 2 Monate lang im Arbeitskampf beteiligt, in der Streikauseinandersetzung, um dort den Tarifvertrag Entlastung mit durchzusetzen. Wir sind der Meinung, jedes Haus in Deutschland ist verschieden. Die Situation überall ist unterschiedlich. Krankenhäuser sind durch ihre Arbeitsbereiche auf andere Dinge spezialisiert, und so muss auch in jedem Krankenhaus es Anpassungen geben, die da hingehen. Es gibt verschiedene Ansätze, dorthin zu kommen. Und eine gesetzliche Regelung dazu ist etwas, was ja jetzt seit vielen, vielen Jahren angegangen werden muss, werden soll, aber wo nichts passiert. Und deswegen ist Verdi den Weg gegangen und hat gesagt, dann regeln wir das da, wo wir können, in Tarifverträgen, machen uns auf den Weg, um dort zu helfen, wo wir helfen können und Dinge zu lösen. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch die Bündnisse, die Krankenhausbewegungen, die dort über Volksinitiativen, Landesregierungen auffordern, solche Personalbemessungsinstrumente durchzusetzen, einzuführen, um dort zu helfen. Also man muss sich das vorstellen, das ist ja unglaublich, dass wir Krankenhausstationen haben, wo nicht festgelegt ist, wie viel Personal mindestens da sein muss. Es gibt da keine Regelungen oder sowas zu in dem Großteil der deutschen Krankenhäuser. Und das führt ja auch dazu, dass wir beispielsweise jetzt in der Corona-Pandemie ganz, ganz viele Beatmungsplätze, ganz viele Intensivbetten haben, aber kein Personal, um diese wirklich zu betreuen. Und um all dem entgegenzuwirken, sind die Tarifverträge ein erster Schritt, um in den Häusern dort anzusetzen, wo es halt geht. Die verbessern sich kontinuierlich, dass das Personal quasi nicht entbrannt und verheizt wird in den Häusern. Gemeinsam mit den Bündnissen gemeinsam mit Verdi sind unterwegs dafür, dort gesetzliche Regelungen einzuführen. Und genau da ist ja auch der Ansatz, dass diese Bündnisse gemeinsam mit über die Volksinitiativen breite Massenbewegungen schaffen, über
Und um dort quasi diese Bewegung hinzubringen, die Bevölkerung darüber aufzuklären, wie überhaupt unser Krankenhausfinanzierungssystem im Moment funktioniert, wo da die Schwächen liegen, um das anzugehen. Sascha, in einer von euch kürzlich veröffentlichten ausführlichen Studie zu Querdenkern und Hygienedemos weist du darauf hin, dass linke Politik mehr sein muss als nur antifaschistischer Widerstand. Von Krisenzeiten profitieren aber nun mal oft Faschisten und Reaktionäre. Wie geht es einher, dass auf der einen Seite Rechte auf der Straße und in den Parlamenten immer stärker werden und auf der anderen Seite von bürgerlichen Regierungsparteien mit Polizeigesetzen und Militarisierung der Gesellschaft die bürgerliche Demokratie immer weiter ausgehöhlt wird? Gut, wie das einhergeht, dass Protest und politischer Aktivismus und Einflussnahme über die Straße sind Sachen, die erfolgreich sein können und bedauerlicherweise nicht nur, wenn wir das tun, sondern es sind Sachen, die auch für Reaktionäre erfolgreich sein können. Also in Zeiten, in denen Reaktionäre zu Massenbewegungen werden, muss man sich nicht wundern, wenn dann auch der Staat relativ ungehemmt reaktionäre Politik durchsetzen kann, worunter sowas wie die Verschärfung der Polizeigesetze unzweifelhaft fällt. Wo ich eher ansetzen würde, ist der Punkt, von Krisenzeiten profitieren nun mal oft Rechte. Nun gut, das ist nicht so einfach, dass es nun mal so ist. Natürlich ist es in Krisenzeiten immer so, dass es die Möglichkeit gibt, für politische Kräfte zu profitieren, die sagen, dass es so wie es ist, nicht gut ist. Also Krisen sind etwas, was Leute unzufrieden macht und unzufriedene Menschen suchen nach Leuten, die Veränderung anbieten. Aber es gibt jetzt keinen immanenten Grund, warum die Linke unfähig sein muss, in Krisenzeiten sich eine stärkere Basis zu schaffen und es nur Rechten gelingen kann, in Krisenzeiten zu profitieren. Es sieht bei der Corona-Krise zugegebenermaßen ganz danach aus, als würden die Rechten das deutlich effektiver nutzen als die Linke. Das liegt aber zu einem guten Teil auch an unseren Schwächen, dass es uns wenig gelingt, trotz aller theoretisch guten Ansätze tatsächliche Abwehrkämpfe gegen die Krise zu führen und Leute zu organisieren da drin. Es gibt einzelne gute Ansätze wie die Krankenhausbewegung, die aber, so, auch wenn sie viel proletarischer sein mag als Fridays for Future auf ihre Weise, sehr viel schlechter darin ist, tatsächlich arbeitende Leute in großer Zahl auf die Straße zu bringen als Fridays for Future. Ein anderer hoffnungsvoller Ansatz ist die Kampagne Nicht auf unserem Rücken, die sicherlich auch großartige Arbeit leistet, aber halt auch erheblich weniger Menschen auf die Straße bekommt als die Querdenker-Demos, die, das müssen wir auch als Näher durchaus selbstkritisch sagen. Es ist ja nicht so, dass es nur die Schwäche von anderen wäre, dass zu den Krankenhausdemos oder Nicht auf unseren Rücken Demos weniger Leute kommen. Wir mobilisieren da ja auch hin und wir schaffen es ja auch nicht, da 10.000 hinzubekommen. Was soll ich sagen? Wenn irgendwer Vorschläge hat, wie man das perfekt machen kann, bitte in den Telegram-Chat schreiben. Wir nehmen das dankend auf. Ja, Sascha hat das Bündnis Nicht auf unserem Rücken bereits angesprochen. Roland, ihr seid ja als DILIF-Jugend da bundesweit aktiv. Warum engagiert ihr euch gerade jetzt in Bündnissen gegen die Abwälzung der Krisenlasten? Und was kann man tun, damit dort der Widerstand stärker wird? Genau, wir sind in den Bündnissen aktiv. Das sind wir aber auch schon davor. Und das ist in jetzigen Zeiten wichtiger denn je, sich unter den fortschrittlichen Organisationen zu vernetzen, Kämpfe zu verbinden. Das haben wir vorher auch schon geklärt. Es ist vor allem auch wichtig, dass diese Menschen, also wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir Schwierigkeiten haben, die Menschen auf die Straßen zu bringen oder für diese Misere irgendwie sich verantwortlich auch zu fühlen und dafür dann auch auf die Straßen zu gehen. Es ist super wichtig, die Widersprüche der heutigen Zeit aufzuzeigen. Also es ist super beispielhaft und es wirkt dann auch bei den Menschen. Also wenn ich jetzt darüber rede, dass Studierende nicht mal Überbrückungshilfen bekommen, von dem Staat zugeschüttet werden mit der Bürokratie, um irgendwie bis zu 500 Euro zu kriegen. Und wenn wir uns dann angucken, dass die BRD aber im letzten Jahr
49,3 Milliarden Euro nochmal in die Rüstung gesteckt hat, dann müssen wir uns sagen, okay, es gibt das Geld, aber für was wird es ausgegeben? Uns wird gesagt in der Krise, wir haben das Geld nicht, jeder muss Sparnisse annehmen, aber dann sehen wir, wenn wir diese Überbrückungshilfe gegenüberstellen mit den Ausgaben fürs Militär, das Geld ist da, wir müssen uns das nehmen. Und diese Widersprüche aufzuzeigen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Mittel, um die Menschen tatsächlich dafür zu sensibilisieren und auch da anzudocken, wo ihnen gerade ihre Rechte nicht zugesprochen werden und wo sie Abstriche machen müssen, ganz klar. Das sehen wir auch am Beispiel von Tönnies. Wenn wir sagen, dass ein ganzer Landeskreis in Quarantäne gesetzt wird, weil der milliardenschwere Unternehmer sich nicht an die Hygienemaßnahmen stellt. Das war auch schon vorher der Fall. Das ist natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie noch mehr, auch durch die bürgerlichen Medien, die dann davon berichtet haben, viel mehr in die Massen gekommen. Aber da nochmal entgegenzusetzen, was für eine Perversität das auch annehmen kann. Und wenn wir auch auf den Rechtsruck zurückgreifen, NSU 2.0, wir dürfen Hanau nicht vergessen, all die Sachen und der Umgang von dem Staat, das zu vertuschen, immer noch keine unabhängigen Stellen für die Polizei einzustellen. Wir sehen, es demonstrieren 38.000 Menschen in Berlin gegen die Hygienemaßnahmen, ohne diese irgendwie einzuhalten. Und 249 Menschen in Hanau wird es nicht gewährt, an die Opfer zu gedenken von diesem Terroranschlag. Und das ist die Perversität, die wir immer wieder ans Tageslicht bringen müssen, die wir den Menschen klar machen müssen, um zu sagen, hier läuft was falsch, das betrifft auch dein Leben. Und dieser Transfer ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Nicht nur zu sagen, okay, die kommen nicht auf die Straßen, sondern der Transfer, was machen wir als Verband, um es den Menschen nahe zu bringen, um zu zeigen, das geht dich auch was an. Genau. Leon, wer das Wort Krise hört, denkt fast immer zuerst an Corona und Pandemie. An die Krise des kapitalistischen Wirtschaftssystems denken die wenigsten. Im Allgemeinen mangelt es gerade an Alternativen zu diesem System, obwohl verstärkter Widerstandsbewegungen wie Fridays for Future und Black Lives Matter Missstände aufgreifen. Was tut die SDJ konkret, um schneller auf politisches Geschehen reagieren zu können? Wie seid ihr mit dem Beginn der Pandemie und der anfänglichen politischen Lähmung umgegangen? Also ich glaube, dass ein ganz entscheidender Punkt tatsächlich ist, frühzeitig orientierend zu wirken und frühzeitig orientierend eingreifen zu können in das politische Geschehen. Und da würde ich dann tatsächlich auch gerade nochmal an was anknüpfen, was Sascha gesagt hat. Du meintest ja, dass wir als Linke auch zu schwach waren und das auch eine Ursache dafür ist, dass die Rechte jetzt so einen Auftrieb hat, zum Beispiel mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass der Rechten das auch immer leichter fällt, halt anzuknüpfen an die gesellschaftlichen Gegebenheiten, die sie hier vorfinden, aber zum Teil sicherlich auch daran, dass wir insgesamt als politische Linke zu langsam darin waren und nicht konsequent genug darin waren, eben fortschrittliche Proteste in die Wege zu bringen und da eben aufzuzeigen, was sind denn fortschrittliche Forderungen auch in Bezug auf Corona. Und als SDJ haben wir ganz konkret mehr oder weniger unmittelbar nach Beginn der Pandemie und nachdem dann die ersten Maßnahmen griffen, gesagt, okay, jetzt wird sicherlich das Pflegesystem sehr sehr großes Thema sein, das Pflege- und Krankenhaussystem, und haben deswegen die Kampagne Gesundheit statt Profite initiiert, wo wir halt von vornherein gesagt haben, hey, Corona ist ein Riesenproblem, aber die Missstände, die wir jetzt sehen und die sich jetzt auswirken, die haben eben im Krankenhaussystem oder im Gesundheitssystem in Deutschland schon vorher bestanden. Und es braucht eben, wir müssen eben weg von diesem durchökonomisierten Gesundheitssystem. Und das war eben ja dann sozusagen unser Ansatz, dort frühzeitig auch fortschrittliche Forderungen mit Bezug zur Pandemie und zum Gesundheitssystem aufzustellen. Was anderes ist, dass wir eben auch frühzeitig als Organisation insgesamt, aber natürlich auch als Einzelpersonen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt waren, zu teilen oder sind, eben in die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes einzugreifen. Weil ich denke, dass es jetzt schon darum geht, wie ich das eingangs schon gesagt habe, mit all unseren Kräften gegen die Abwälzung der Krisenkosten vorzugehen. Also gegen Maßnahmen, die am Ende dann die arbeitenden Menschen treffen und eben die Profite von Banken und Konzernen und einzelnen Superreichen unangetastet lassen. Da ist es so, dass wir jetzt eben auch ein Programm erstellt haben, ein Krisenaktionsprogramm, mit dem wir eben in verständlicher Sprache, so dass es auch für Schülerinnen und Schüler oder Leute, die jetzt nicht irgendwie jahrelang politisch aktiv sind, nachvollziehbar ist, Forderungen aufgestellt haben, wie wir jetzt sozusagen in der Krise
oder wie wir uns in der Krise aufstellen wollen, um damit auch in die Diskussion zu gehen. Und da spielen eben solche Kostengegenüberstellungen eine sehr große Rolle, also zu sagen, wo liegt denn das Geld und wo müsste es eigentlich investiert werden? Also wenn die 100 reichsten Deutschen 500 Milliarden besitzen und wir in Deutschland seit Jahren einen Investitionsstau im Schulsystem haben, der sich inzwischen auf 50 Milliarden summiert, dann ist es ja eigentlich eine alberne Diskussion, jetzt zu sagen, es ist Krise und jetzt muss eben gespart werden, jetzt muss auch bei den Schulen nochmal der Gürtel enger geschnallt werden oder so. Man müsste halt einfach sagen, lasst uns diese 50 Milliarden, die wir im Schulsystem dringend brauchen, den Leuten wegnehmen, die 500 Milliarden an Privatvermögen haben. Also es ist halt wirklich ein ziemlicher Wahnsinn. Ein Punkt würde ich gerne noch aufmachen, direkt an dich gerichtet, Erik, weil du gesagt hast, es geht vornehmlich erstmal darum, tarifliche Regelungen zu finden und das sehe ich grundsätzlich auch so, ne? Denn die Leute werden natürlich am ehesten bei sich im Betrieb aktiv werden und sich dort unmittelbar, wo sie arbeiten und einen Großteil ihrer Lebenszeit verbringen, auch für ihre Interessen einsetzen. Aber wir sehen ja gerade an der Klinikbewegung, dass sich aus so einer Bewegung heraus eine politische Massenbewegung entwickelt und es eben Solidaritätsbündnisse gibt und sowas und dann eben auch politische Forderungen daraus entstehen nach einer beispielsweise einer gesetzlichen Personalbemessung oder sowas. Und da würde mich schon interessieren, wie du zum Thema politisches Streikrecht stehst oder wie du das in Verdi siehst, ob das was ist, was eben diskutiert wird. Denn wenn wir dann wieder über Durchsetzungsmacht reden, also darum, okay, wir haben jetzt coole Forderungen, aber wie soll das jetzt durchgesetzt werden, dann wäre ja ein politisches Streikrecht, also Gewerkschaften, die dann auch für eine Gesetzesforderung zum Beispiel in den Streik treten dürfen, sicherlich ein großer Schritt nach vorne, um da auch Kraft hinter solche Bewegungen zu bringen. Ja, vielen Dank. Also ich möchte da auch greifen, auch einmal auf das, was Sascha gesagt hat und du. Also ich würde dem widersprechen, dass das bisher schlecht gelingt, große Massenbewegungen im Krankenhaussektor zu organisieren für Gesundheitspolitik. In Düsseldorf selber in der Streikzeit hatten wir eine Demonstration mit über 5000 Beschäftigten in viel. Also es gibt auch dort Riesenbewegungen. Das Problem im Gesundheitssektor ist, glaube ich, dass das einer ist, für den die breite Bevölkerung sich nicht ausreichend auskennt. Wenn über Pflege gesprochen wird, gehen ganz viele Bürgerinnen und Bürger davon aus, dass Pflege alle nichtärztlichen Beschäftigten im Krankenhaus sind. Das ist aber nicht so. Also es ist ja ein hochkomplexer Bereich, dieser Krankenhausbereich. Und ich bin, also diese ganzen Bündnisse, die es dort gibt, ihr vom SDRJ, die Kampagne der Linken, Krankenhaus statt Fabrik als Kampagne, all diese Dinge führen zu Aufklärung und dazu, dass die Bevölkerung sich mehr und mehr damit auseinandersetzt und auch sieht, dass was im Gesundheitssektor alles falsch läuft. Deswegen denke ich auch, dass dort auch da sich immer mehr aufbaut und sich darüber bewusst wird, gerade auch durch jetzt durch die Folgen, die durch Corona entstehen und der Kostendruck, der da nochmal die Krankenhäuser besonders ausrückt, wird auch da noch zu vielen Protesten und zu Bewegungen führen. Und also ich bin auf jeden Fall für ein politisches Streikrecht deutschlandweit und auch Verdi ist dem, glaube ich, grundsätzlich nicht abgeneigt, weil wir halt sehen, dass ganz viele von unseren Forderungen auch im öffentlichen Dienst in der politischen, also politisch so eng zusammenhängen, dass Verdi ja auch ganz, ganz viel mit Bündnissen eben zusammenarbeitet und da aktiv ist. Dankeschön. Wir haben jetzt mehrere Fragen bekommen von Zuschauenden. Eine davon oder mehrere gehen in die Richtung, wo sind die Gemeinsamkeiten in der politischen Ausrichtung und wie können die fortschrittlichen Jugendorganisationen in der BRD, vor allem die gerade auch auf dem Jugendpodium vertreten sind, enger zusammenarbeiten, um die Angriffe der Herrschenden auf uns besser abwehren zu können? Mag da jemand einsteigen? Also ich glaube, das, was ja sowieso viel passiert, ist die enge Zusammenarbeit über die verschiedenen Bündnisse, die wir haben. Wenn bei Streik sind, habt ihr ja auch alle gesagt, dass Organisationen da hinkommen. Verdi bringt sich bei großen Organisationen ein. Und ich glaube, dass da einfach eine Vernetzung und ein gegenseitiges Einladen zu treffen dazu führt, da Kräfte zu bündeln und zusammenzuarbeiten. Leon? Ja, also ich glaube, was auf jeden Fall hier ja heute auf diesem Podium ein starker vereinender Punkt ist, ist, dass wir alle einen Zusammenhang sehen zwischen Krise, also Wirtschaftskrise, aber natürlich auch politischer Krise und all den Auswirkungen, die das mit sich bringt. Also
zunehmende Polizeibefugnisse, rechte Massenbewegungen, ein immer repressiver auftretender Staat, der auch nach außen immer aggressiver wird und so. Und gleichzeitig natürlich all die Angriffe auf unsere Rechte, also beispielsweise zu wenig Ausbildungsplätze, Angriffe in den Tarifrunden, viel zu geringe Gehälter, zu hohe Arbeitszeiten, Angriffe auf den Arbeitsstundentag. Man könnte diese Liste sehr lang fortsetzen. Und wir alle sehen ja, dass das eine gemeinsame Ursache hat, und zwar den Kapitalismus und jetzt ganz konkret sozusagen für die Phase, die uns bevorsteht oder in der wir gerade schon mittendrin sind, die aktuelle Wirtschaftskrise. Und ich denke, dass das ein guter Ansatz ist, wenn wir erstmal sagen, okay, wir sind uns ja in dieser Analyse grundsätzlich einig und sind uns einig, dass es zwar wichtig ist, dagegen einzelne Krisensymptome oder einzelne Angriffe auf unsere Rechte auch vorzugehen, dann haben wir ja schon mal einen großen gemeinsamen Punkt. Und wenn wir dann noch dahin kommen zu sagen, okay, lasst uns auch klar benennen, was die Ursache davon ist, und lasst uns versuchen, gemeinsam mit unseren Mitschülerinnen und Mitschülern, Kolleginnen und Kollegen eben dahin zu kommen, dass eben auch Leute, die jetzt noch nicht in einer sozialistischen Organisation sind, erkennen, dieses System ist nicht in meinem Interesse, dann sind wir ja einen sehr großen Schritt weiter. Mag noch jemand was dazu sagen? Weil sonst habe ich noch eine konkrete Frage an Sascha. Ende Gelände und Co. sind deiner Aussage nach massenwirksam. Aber bei den angesprochenen Besetzungen werden teilweise Arbeiterinnen bei ihrer Arbeit behindert. Die Arbeiterinnen jedoch sehen sich persönlich angegriffen, weil sie sich teilweise sehr stark durch ihre Tätigkeit definieren, da sie ihr ganzes Leben in diesem Bereich gearbeitet haben. Dass die Aktionen nicht gegen die Arbeiterinnen gerichtet sind, wissen die Arbeiterinnen häufig nicht, was auch teilweise an der Ausführung der Aktionsform liegt. Wäre es nicht wesentlich massenwirksamer, mit den Arbeiterinnen zusammen für ihre gemeinsame Zukunft und gegen die Profitinteressen der Bonzen zu kämpfen, beispielsweise durch Umweltkonversationen in den Basisorganisationen in der Gewerkschaft? Also die Northeast Antifa ist nicht Ende Gelände, und ich kann jetzt natürlich nicht für sämtliche Stärken oder Fehler dieser Bewegung als Sprecher eintreten. Also es ist nicht so, dass dieser Ansatz nicht existieren würde. Es wird mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet. Das klappt im Rheinischen Braunkohlerevier deutlich besser, als es im Braunkohlerevier in der Lausitz klappt, muss man sagen. Was auch daran liegt, dass im Rheinischen Braunkohlerevier einfach ein sehr viel höherer gewerkschaftlicher Organisierungsgrad herrscht und man mit mehr Leuten über eine tendenziell links eingerichtete Gewerkschaft in Kommunikation treten kann als im Rheinischen Braunkohlerevier, wo der Organisationsgrad halt relativ minimal ist und die Gewerkschaft außerdem noch stark antikommunistisch geprägt ist, weil sie nun mal nicht aus einer eher linken Arbeiterbewegung kommt, sondern weil sie ihre historischen Wurzeln eher in der Anti-SED-Bewegung hat. Also konkret jetzt der Teil des Verdi-Subsegments vom Rheinischen Braunkohlerevier, nicht jeder Gewerkschaftler in Ostdeutschland, selbstverständlich. Da muss man dann halt auch sagen, natürlich wäre es besser, wenn die Arbeiter das einsehen würden und sich an gemeinsamen Protesten beteiligen würden. Aber wenn die letzten 8000 Beschäftigten im Braunkohlesektor sich partout weigern, den Schuss zu hören und irgendwie für die Zukunft einzustehen, ja, natürlich sind das auf irgendeiner Ebene auch Arbeiter, aber das sind auch die Angestellten von Heckler und Koch. Man kann nicht zu jeder Zeit auf jeden Arbeitnehmer bedingungslos Rücksicht nehmen. Leon hat sich dazu gemeldet. Okay, also ich stimme dir grundsätzlich zu, dass man bestimmt nicht auf jeden immer individuell Rücksicht nehmen kann, aber wir sind uns ja, denke ich, schon einig, dass es zentral wäre, um die Leute dann auch einzubinden, ihnen auch eine Perspektive zu bieten. Also wenn du zum Beispiel jetzt 8000 Beschäftigte im Kohlebau hast und denen sagst, okay, wir wollen, dass euer Laden dicht gemacht wird, dann muss es doch eine Perspektive dafür geben, was mit diesen Leuten passiert. Und man kann doch sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, die 8000 Leute haben den Schuss nicht gehört und sind irgendwie nicht in der Lage zu erkennen, dass ihre Branche nicht mehr zukunftsfähig ist und müssen jetzt irgendwie
sollten das halt einsehen oder halt sich sonst wohin scheren. Ich finde, das funktioniert nicht, sondern es ist für uns schon klar, dass das eben gemeinsam mit den dort beschäftigten Menschen passieren muss. Und dafür ist eben das Thema, dass es dann irgendeine Weiterbeschäftigungsperspektive geben muss, glaube ich, schon sehr zentral. Und eben auch zentral, dass man sagt, okay, hier werden Milliarden in die Braunkohle gesteckt. Wo fließen die eigentlich hin? Wenn man das diesen paar tausend Beschäftigten einfach geben würde, dann hätte man, glaube ich, das Problem, dass die 8000 Leute sich verzweifelt an ihrem Arbeitsplatz festklammern, auch nicht mehr so stark, weil schlicht und ergreifend die ökonomische Not damit erheblich gemildert wäre. Und das ist, denke ich, schon wichtig, dass man da auch solidarisch bleibt mit den dort Beschäftigten. Und ich fände es schon cool, die Frage, wie wir es schaffen, da gemeinsam oder was da Gemeinsamkeiten sind. Da sind wir jetzt, bin ich auch ziemlich allgemein geblieben. Ich fände es schon cool, wenn wir es nochmal schaffen, darüber zu sprechen, was sind denn konkrete Ansätze? Weil wir können ja hier jetzt sagen, okay, wir haben alle irgendwie eine gemeinsame Analyse oder haben da zumindest einen gemeinsamen Nenner und wollen irgendwie was gegen den Kapitalismus machen. Ja, aber wie passiert das denn konkret? Ne? Und da fände ich auch wirklich spannend, weil das auch was ist, was wir als SDRJ uns als Zielstellung setzen, dass wir eben solche Krisenbündnisse initiieren oder da mitarbeiten. Wie ihr das seht, was sind denn geeignete Forderungen, um im Moment Menschen, vor allem auch junge Menschen, in Bewegung zu bringen? Also ich sehe da, um jetzt mal ein ganz anderes Beispiel reinzubringen, gerade auch den Kultursektor einfach gerade sehr groß. Das ist jetzt ja nicht klassisch da ein gewerkschaftlich stark organisierter Sektor oder so, aber das ist eben ein Bereich, wo viele Jugendliche jetzt gerade merken, okay, es ist irgendwie Corona, es gibt gar keine Freizeitangebote mehr. Ich habe alle Kneipen, in denen ich sonst bin oder so, machen dicht. Und da eben sich ja auch Widerstand formiert. Und da frage ich mich schon, wie ist das für uns möglich, da anzusetzen und so eine Bewegung dann eben auch, dann in dem Sinne, in dem du das vorhin gesagt hattest, Roland, zu lenken, dass es eben in eine fortschrittliche Richtung geht und nicht in Richtung, okay, jetzt alle Maßnahmen aufheben, Corona ist eine Lüge und eine Verschwörung und so weiter. Ich glaube, es ist klar, was ich meine. Du greifst damit den Publikumsfragen vorweg, aber ist ja kein Problem. Roland? Ja. Ich wollte auch nochmal anmerken, dass es eine super gefährliche Tendenz auch annehmen kann, wenn man gegenüberstellt, das sind die Arbeitnehmer von. Da diese Arbeitnehmer nicht per se im eigenen Interesse handeln, da irgendwas abzuholzen. Das ist erstmal der erste Fakt, den wir, glaube ich, alle anerkennen müssen. Und dann zu sagen, okay, das sind, da dann vielleicht aber den Ansatz zu haben, diese Menschen, die dann aber zum Beispiel bei Ende Gelände und so weiter aktiv sind, müssen das aber auch erstmal begreifen. Also diese Menschen, die dienen auch nur dem Interessen derjenigen, die ein Interesse auch daran haben, keine Ahnung, Wälder auszurotten oder auszurodeln und so weiter und so fort. Es geht nicht per se darum zu sagen, okay, die stehen uns jetzt im Weg, dann machen wir halt unser Ding, sondern die Kämpfe wieder zu verbinden und zu sagen, okay, im alternativen Sektor gibt es auch noch Plätze oder Berufswünsche, die eingegangen werden können von den Leuten, die dann vielleicht vorher einen Baum abgeholzt haben, in der alternativen Form, so wie wir das auch in manchen Fridays for Future-Bewegungen dann irgendwann geschafft haben, zu sagen, okay, wie können wir das dann aber auch mit denjenigen verbinden, die ihre Arbeitsplätze verlieren, weil das ja auch super gern gegeneinander aufgespielt wird. Und wenn wir als fortschrittliche Kräfte hier das, also dem jetzt auch nachgehen und das gegeneinander aufspielen, nimmt das super gefährliche Tendenzen und davon müssen wir auf jeden Fall auch absehen. Das wollte ich nochmal hinzufügen. Sascha? Was Leon auch schon erwähnt hatte, es sind ja tatsächlich bereits Hilfen von genau genommen 40 Milliarden für den Braunkohleausstieg bereitgestellt worden. Und das selbst wenn wir nicht nur die direkt im Tagebau Beschäftigten, sondern auch in abhängigen Berufsgruppen nehmen würde, wäre das eine 2 Millionen Abfindung für jeden einzelnen Arbeitnehmer in dem Bereich. Das ist jetzt auch keine komplett neue Idee der SDRJ. Das kam tatsächlich sogar schon in der Heute-Show als Vorschlag. Wie gesagt, die Arbeit mit den Gewerkschaften muss geführt werden. Das klappt im Rheinischen Braunkohlerevier aktuell besser, in der Lausitz aktuell schlechter. Aber auf die Details kann ich auch nicht über einen bestimmten Punkt hinweg ausgehen. Ich bin kein Vertreter von Ende Gelände, ich bin Vertreter von Antifa Nordost. Ne? Unterschiedliche Vereine. Ja, Leon hat die Frage gerade schon gestellt. Was heißt es denn jetzt konkret? Wie gehen wir jetzt konkret hier raus?
ich kann gerne nochmal einen Aufschlag machen, aber also ich glaube, dass womit ich hier auf jeden Fall konkret rausgehe, aber natürlich jetzt auch nicht irgendwie spontan aus diesem Podium heraus, sondern weil das eben auch als SDJ unsere politische Ausrichtung ist eben, wir müssen die Leute da abholen, wo sie stehen, und das heißt halt aus meiner Sicht, ne, das Beispiel habe ich schon eingebracht, ich denke schon, dass dieses Thema Kultur- und Freizeitbereich jetzt auch weiter ein großes Thema bleiben wird, wo eben auch viele Jugendliche dann ganz konkret von Krisenbewältigungsmaßnahmen des deutschen Staates betroffen sein werden, wenn dann eben in der öffentlichen Daseinsfürsorge gekürzt wird, wenn die Kommunen immer weiter ausbluten gelassen werden und dann eben solche Sachen wie Freizeitangebote, Sportplätze, irgendwie Jugendzentren und sowas immer kaputter und immer schlechter werden und auch über Corona hinaus dann irgendwann einfach keine Möglichkeiten mehr bestehen, sich zu beschäftigen. Das ist, denke ich, ein Punkt, wo wir Jugendliche sehr gut abholen können und eben auch sehr gut dann fortschrittliche Umverteilungsforderungen stellen können. Zum Beispiel, warum wird der Rüstungsetat jetzt schon wieder über 1 Milliarde erhöht? Warum ist es dann ein Problem, die Kommunen irgendwie vernünftig zu finanzieren oder ein paar Jugendzentren und Schwimmbäder weiter zu betreiben, weil man daran eben doch ganz klar sieht, in welchem Interesse dieser Staat, in dem wir leben, handelt. Und zwar im Interesse von Banken und Konzernen und nicht im Interesse von Jugendlichen, die Bock haben, ins Schwimmbad zu gehen oder in den Sportverein zu gehen. Und ich denke, was schon auch uns noch weiter begleiten wird als Thema, ist sicherlich auch das Thema, ich nenne es jetzt mal Polizeiproblem, also nicht nur rassistische Polizeigewalt, oder rassistische Einstellungen in der Polizei, sondern generell, dass Polizeibefugnisse immer weiter ausgeweitet werden und geheimdienstliche Befugnisse immer weiter ausgeweitet werden. Und es ja schon auch ein Bewusstsein in der Bevölkerung dafür gibt, dass das nicht cool ist, wenn solche demokratischen Rechte immer weiter verloren gehen. Und auch da, denke ich, wäre ein Ansatzpunkt für politische Bewegungen, ganz zu schweigen von all den Tarifkämpfen, die wir zu erwarten haben. Denn auch da wird es ja massive Angriffe sozusagen von Kapitalseite geben, auf die wir uns einstellen müssen. Ich denke, der Angriff auf den 8-Stunden-Tag, der ist ja schon seit langem im Gange, und da wird es auch noch mehr Dinge geben, auf die wir uns da einstellen können. Fräulein? Ich wollte auch noch mal zum Schluss sagen, dass es für mich auch sehr, sehr besonders wichtig ist, was wir hier festgehalten haben, dass wir endlich raus auch aus der Beobachterperspektive müssen. Wir müssen rein ins Handeln, wir müssen in die Bewegung selbst gehen und die Kämpfe von morgen schon heute führen. Und hierbei ist es auch super wichtig zu sagen, dass wir gerade da, wo der Hauptwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit am schärfsten ist, am sensibelsten sind, da anknüpfen müssen, und das ist in den Betrieben letzten Endes. Und da müssen wir die Kämpfe führen, um sie dann aber auch in den anderen Lebensbereichen zu verbinden. Und das finde ich nochmal sehr, sehr wichtig hier zu betonen. Erik? Ich denke auch, dass... Also der Kultursektor, es ist jetzt ja schon in vielen Dingen, werden Kultureinrichtungen geschlossen, die Lieblingsdisco wird geschlossen und sammelt Spenden und all sowas. Jeder hat ja diese Berührungspunkte, eben genau das, was Leon aufgreift. Und ich glaube auch, dass das etwas sein wird, sobald die Corona-Maßnahmen wieder abflachen werden, werden wir erst mal sehen, wo wir überhaupt stehen. Und ich glaube, dass genau das ein guter Ansatz ist, jetzt schon zu überlegen, was wird uns dann da bewegen, um dort aufgreifen zu können und die Jugendlichen anzusprechen. Ich glaube auch, in den Betrieben, das ist immer ein stabiler Faktor, dorthin zu gehen, weil wir wissen, dass es dort Aktive gibt. Aber das muss halt auch getan werden. Es muss mit den Leuten gesprochen werden, immer und immer wieder. Und auch das ist das. Die Arbeiterbewegung bewegt sich nicht von alleine. Man muss sich dort einbringen, aktiv werden, mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen. Und genau, das sollten wir tun. Sascha? Das Stichwort raus aus der Beobachterposition, rein ins Handeln, in die Praxis, ist auf jeden Fall was Gutes. Ja, hoffen wir mal, dass es dieses Mal klappt. Gut, dann würde ich sagen, raus aus der Beobachterposition, rein in die Praxis. Wir sehen uns spätestens morgen auf der Rosa-Luxemburg- und Karl-Liebknecht-Demonstration.